Noch einmal herzlich willkommen zum Webinar. Dieses Webinar findet in der Reihe Forschungsdatenmanagement in Österreich statt. Diese Reihe ist im Rahmen von dem Projekt Fair Data Austria und gehostet wird es heute von der Universität Wien. An dem Projekt Fair Data Austria sind mehrere Universitäten beteiligt. Der heutige Titel heißt Formate im Datenmanagement. Zur Webinarreihe, wie schon gesagt, es findet im Rahmen von dem Projekt Fair Data Austria statt. Hier geht es ums Forschungsdatenmanagement in Österreich und es ist eine Webinarreihe. Hier finden verschiedenste Themen, also hier werden verschiedenste Themen in unterschiedlichen Formaten präsentiert, die sich alles über dieses große Thema Forschungsdatenmanagement handeln. Es haben schon Webinare stattgefunden, die Sie auch gerne nachschauen können. Das heißt, wir zeichnen großteils von den Veranstaltungen auf, die Sie dann auch später noch einmal anschauen können, beziehungsweise falls Sie etwas Interessantes versäumt haben sollen, können Sie sich das dann auch später noch einmal anschauen. An dem Projekt sind mehrere Universitäten beteiligt, unter anderem die TU Graz, die TU Wien, die Universität Wien, Universität Innsbruck, Medizinische Universität Graz und die Akademie der Bildenden Künste. Dieses Thema ist sehr weitreichend und auch andere Universitäten beschäftigen sich gerade mit dem Thema Data Management und sind auch im Umfeld von dem Projekt dann mit beteiligt. Heute widmen wir uns dem Thema Formate im Datenmanagement. Kurz ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Raman Ganguly. Ich bin an der Universität Wien tätig und dort im Zentralen Informatikdienst. Seit 2011 beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Datenmanagement und Aufbewahrung von Daten. Also ich betreibe dort konkret Infrastruktur für das Datenmanagement, also ein Repository. Und das war jetzt nicht geplant. Also dieses Repository ist in Kooperation mit der Bibliothek gemeinsam. Das heißt, wir vom Zentralen Informatikdienst beschäftigen uns eher mit der technischen Infrastruktur, damit technisch alles läuft und die Bibliothek von der nicht-technischen Seite. Wir haben aber eine enge Kooperation, das heißt Beratungen und überhaupt das Thema voranzutreiben, machen wir gemeinsam. Ich bin auch Teil von verschiedenen internationalen und nationalen Netzwerken, wie zum Beispiel Research Data Alliance, Core, Open Air oder das RapMyNet. Das RapMyNet wird sicher im Bibliotheksumfeld bekannt sein. Und natürlich nehme ich auch an verschiedenen Digitalisierungsprojekten teil, die jetzt im Rahmen vom Ministerium gefördert worden sind, unter anderem auch dieses Projekt Fair Data Austria. Steigen wir jetzt in das Thema ein. Hier etwas, was ich schon in dem letzten Webinar vom Workflow-Modell präsentiert habe, noch einmal zur Erinnerung, um uns zu verorten, um zu wissen, wo bewegen wir uns, wann wir uns mit dem Thema Formate auseinandersetzen. Dieses Workflow-Modell hat vier Phasen. Die wichtigsten beiden Phasen, die wir uns heute widmen, wann wir über Formate sprechen, sind die Phase 2, die Ingest-Phase, und die Phase 3 des Datenmanagements selbst. In der Ingest-Phase deswegen, weil hier in der Ingest-Phase schauen wir uns die Formate genauer an, die von der Datenproduktion, also von der Phase 1 Pre-Ingest kommen und bewerten die noch einmal im Sinne von den Anforderungen, die uns gestellt werden. Die Anforderungen sind hier die Länge der Aufbewahrung, die Qualität erhalten der Aufbewahrung, über die Zeit der Aufbewahrung und natürlich dann die Zugänglichkeit für interessierte oder berechtigte Personen zu ermöglichen. Und um dieses ganze Thema dreht es sich auch, wann wir uns mit dem
mit den Formaten beschäftigen. Das heißt, wir schauen uns heute das nochmal konkret an, was heißt es jetzt aus Sicht der Daten. Zu Beginn einmal die Klassifikation von Daten. Also was ist es, wenn wir oder was sind die Daten, um die wir uns kümmern oder um die wir uns beschäftigen? Das eine sind einmal einfache Dateien oder es sind Dateien, das heißt Daten, die in Dateien gehalten werden. Das heißt, die sind dort gespeichert. Ein Sonderfall von den Dateien sind die Big Data-Anforderungen. Das kann eine große Menge an einzelnen Dateien sein oder Dateien, die sehr groß sind. Das heißt, wirklich etwas, was man nicht mehr gut oder leicht mit den derzeitigen technischen Mitteln handhaben kann. Da spricht man über Big Data. Das klammern wir heute ein wenig aus, wann wir uns um das Thema Formate gibt, ist aber da ein bisschen implizit mit drinnen, weil wir ja auch das ganze Thema aus Sicht der Dateien, das heißt aus Sicht der Daten, die in Dateien gehalten werden, betrachten werden. Dann gibt es noch etwas anderes, das sind Datenbanken. In Datenbanken sind die Daten strukturiert abgelegt. Datenbanken bestehen immer aus zwei Teilen. Das eine sind die Orte, wo die Daten strukturiert abgehalten sind. Und das zweite sind die Systeme, die diese Strukturierung dann auch aufrufbar bzw. zugänglich machen können. Das heißt, es ist eine spezielle Software, die laufen muss, die im Betrieb gehalten werden muss, um auf diese strukturierten Daten zugreifen zu können. Das heißt, hier ist es eine höhere Komplexität mit drinnen, weil wir uns mit zwei Teilen beschäftigen müssen. Einerseits den Teil, wo die Daten drinnen strukturiert aufbewahrt sind. Andererseits mit der Software, die diese Zugänglichkeit ermöglicht. Und diese Software ist etwas, was ja im Laufe der Zeit immer wieder aktualisiert wird. Das heißt, sind Betriebskomponenten mit dahinter. Hier müssen sich Personen darum kümmern, dass dieses Ding auch wirklich läuft und dass auch hier wirklich eine Zugänglichkeit erreichbar ist und ermöglichbar ist. Das heißt, hier eine höhere Komplexität, die klammere ich heute in dem heutigen Webinar aus. Dann gibt es noch einen dritten Teil, der jetzt per se keine Daten sind. Das ist die Software. Die Software ist aber etwas, was man sehr eng mit den Daten zusammendenken muss, weil die Software ist ja im Endeffekt das Ding, das den Daten wirklich ins Leben ruft. Eine Software brauchen wir, um auch auf Dateien zugreifen zu können, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Das ist etwas, mit dem man sich dann auch beschäftigen muss. Das heißt, hier ist es eine sehr enge Verknüpfung. Darum denken wir sie auch im Sinne des Datenmanagements, auch im Sinne der Daten zusammen. Software ist auch wieder das Thema, dass der Softwarecode per se einfach ist für das Datenmanagement, weil das wären im Prinzip strukturierte Texte, die man irgendwo ablegen kann. Auf der anderen Seite ist aber Software, das einen Betrieb erfordert. Und hier kommt auch die Betriebskomponente wieder mit dazu und alle Abhängigkeiten, die dieser Betrieb einfach mit sich bringt. Auch den Teil Software werden wir heute ausklammern. Ich wollte es nur auf dieser Folie vollständigkeitshalber erwähnen, damit Sie wissen, okay, hier gibt es noch andere Komponenten, andere Elemente, die man mit berücksichtigen muss. Gehen wir jetzt genauer auf die Daten ein, die gehalten werden in den einzelnen Dateien. Was kann das sein? Was sind das alles für Arten? Wenn wir uns jetzt dem Thema Forschungsdaten nähern, dann ist es ein sehr weit gefächerter Bereich. Wir können alles Mögliche in der Forschung, also alles Mögliche an Daten beforschen. Das heißt, der Kontext macht Daten zu Forschungsdaten. Das heißt, wir haben es hier mit Bildern zu tun, wir haben es mit Dokumenten zu tun, wir haben es hier mit Audiofiles zu tun, wir haben es mit Videos zu tun.
Das ist der Bereich, mit denen wir schon ganz gute Erfahrungen haben, wo wir auch schon sehr viel davon wissen. Dann gibt es den unteren Bereich. Das ist dann dieser Bereich, der geht es dann in Richtung 3D. Da geht es dann hier im Bereich wirklich auch mit Messdaten. Messdaten ist deswegen ein Sonderfall, weil da kann es dann in die Richtung von Big Data sehr leicht gehen oder sehr schnell gehen. Dann gibt es Analyse, die verschiedene Tools, verschiedene Softwaren wieder brauchen, um wirklich an die Daten heranzukommen. Und dann gibt es hier auch strukturiert abgelegte Daten, Datenbanken. Das heißt, hier sehen wir alles. Wir gehen aber, wann wir uns jetzt wirklich mit den Formaten beschäftigen, eher wieder in diesen Bereich, also schränken das Ganze wieder mehr ein. Und betrachten jetzt einmal die Sachen, die in Dateien liegen. Schauen wir uns eine Datei einmal genauer an. Was heißt es? Was bedeutet das, eine Datei? Wie ist die aufgebaut? Was beinhaltet das Ganze? Auf der untersten Ebene, das sind die Daten selbst, also die Daten im Sinne einer IT-technischen Repräsentation. Das heißt, hier reden wir von den 0 und 1, die in irgendeiner Form auf einem Speichermedium vorhanden sind. Also das ist eine sehr lange Anzahl, eine sehr lange Reihe an fortlaufenden 0 und 1. Und da reden wir hier aus EDV-technischer Sicht wirklich von den Daten. Auch um diese Daten müssen wir uns kümmern, auch um diese 0 und 1 müssen wir uns kümmern, wenn wir jetzt sehr stark in Richtung Langzeitarchivierung hineingehen und dort denken, da gibt es das sogenannte Bitstream Preservation. Das heißt, wenn wir uns in Richtung Bitstream Preservation uns bewegen, dann reden wir hier von dieser Ebene, von dieser ganz unteren fundamentalen Ebene. Auf den Daten gibt es dann Formate. Die Formate bringen dann diesen Bitstream, also diese Serie an 0 und 1, dann wirklich zum Leben. Das heißt, da gibt es dann einen Sinn dahinter. Das Format sagt aus, welches Bit an welcher Stelle jetzt genau repräsentiert und was das jetzt ist. Ob das jetzt ein Buchstabe ist, ob das jetzt ein Pixel mit einer bestimmten Farbe ist, wann es ein Bild ist, ob das in irgendeiner Art und Weise eine Zeitsequenz ist, wann wir uns jetzt in Richtung Filme bewegen. Das heißt, dieses Format strukturiert die 0 und 1, beziehungsweise gibt es hier den Überbau, damit wir auch wissen, was das genau ist. Und hier setzt dann auch die Software an, die dann den Inhalt, der in diesen 0 und 1 ist und der mit diesem Format definiert wird, dann auch wirklich lesbar und auch repräsentierbar dann macht. Das heißt, die Inhalte sind eigentlich das, was wir erhalten wollen. Die Inhalte sind das, wo es darum geht, im Datenmanagement auch das langfristig zu erhalten. Das heißt, wenn wir über Qualität sprechen, sprechen wir primär über die Qualität der Inhalte, weniger über die Formate, weniger über die Bitstreams, die es im Prinzip drunter liegt. Wir brauchen aber beides, um wirklich die Qualität der Inhalte erhalten zu können und machen zu können. In weiterer Folge schauen wir uns jetzt hier die Formate noch einmal im Detail an und schauen uns an, was bedeutet das, also wie können wir Formate grob einteilen und auf was müssen wir jetzt Rücksicht nehmen, wann es darum geht, hier ins Datenmanagement hineinzugehen, um die Inhalt möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ich habe hier jetzt ein Beispiel gewählt aus der digitalen Fotografie, um das Ganze anschaulich darzustellen. Die digitale Fotografie ist es so, man hat ein physisches Gerät, einen Fotoapparat oder ein Handy oder was auch immer, mit dem man eben die Bilder dann macht, mit dem man die Bilder produziert. Also hier wären wir dann in der Phase 1 des Datenproduzierens, in der Pre-Ingest-Phase. Und in dieser Phase können wir verschiedene Dinge wählen. Moderne Kameras haben meistens die Möglichkeit, verschiedene Formate einzustellen.
Was heißt es aber jetzt, verschiedene Formate zu wählen? Was bringt jetzt jedes Format mit sich? Was steckt da dahinter? Die höchste Qualität erreicht man immer, wann man bei einer Kamera das sogenannte RAW-Format wählt. Das RAW-Format ist jenes Format, das das dichteste Informationsgewebe hat, was im Prinzip diese Kamera zu bieten hat. Das heißt, hier ist ja ein lichtempfindlicher Sensor, wo das Licht über das Objektiv im Prinzip drauf fällt. Und durch den Stromfluss, der dadurch entsteht, kommt es zu diesem 0 und 1 Muster. Und das RAW-Format gibt im Prinzip dieses 0 und 1 Muster den Sinn, die direkte Interpretation. Dieses RAW-Format ist in den meisten Fällen ein Format, was vom Kamerahersteller definiert ist. Das heißt, hier reden wir von Firmenformaten oder den sogenannten proprietären Formaten. Bei den Firmenformaten und bei den proprietären Formaten ist es so, dass hier möglicherweise Patente bzw. Betriebsgeheimnisse mit drinnen sind. Das heißt, das sind jene Formate, die dann nicht im Datenmanagement gern gesehen sind, weil diese Formate sind jene, wann es dann zu einer Migration kommen sollte. Das heißt, wann dieses Format obsolet wird und man muss es in ein neues Format transferieren. Es ist natürlich sehr schwierig ist, weil man oft nicht wissen kann oder nicht genau weiß, wie dieses Format ausschaut und wie das funktioniert, oder es möglicherweise Abhängigkeiten von gewissen Tools, die eine Firma zur Verfügung stellt, gibt. Und diese Abhängigkeiten möchten wir im Datenmanagement nicht haben. Dann gibt es eben andere Formate, in denen man das transferieren kann. Das sind die sogenannten offenen Formate. Offenen Formate heißt, wir wissen, wie sie funktionieren. Sie sind öffentlich dokumentiert. Sie sind im Endeffekt so, dass wir mit den Dingen arbeiten können und bei möglichen Migrationsszenarien genau wissen können, wie das funktioniert und wie man das in ein anderes Format transferieren kann. Das ist hier auf der unteren Ebene, das sind offene Formate, die ich Ihnen hier präsentiert habe. Das eine ist JPEG 2000, anderes ist TIFF, das dritte ist DNG. Alles diese Formate bringen wieder unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen mit drinnen. Das heißt, wir haben einmal die erste Unterscheidung in offene und proprietäre Formate. Bevorzugt für das Datenmanagement sind offene Formate. Dann können wir noch eine weitere Entscheidung treffen, und zwar das ist das, wie dicht an Daten das ist. Und wir möchten im Datenmanagement eine möglichst hohe Datendichte haben, damit wir schon vom Ausgangsmaterial eine hohe Qualität haben. Das heißt, nicht nur von Inhalt her gesprochen, sondern auch von den Informationen, die darunter liegen, sollen möglichst eine hohe Qualität sein. Das heißt, wir wählen Formate, wo wir sehr viele Informationen haben. Wo sind hier die Unterschiede? Die Unterschiede sind dadurch entstanden, weil man oft zu große Dateien dadurch erzeugt und man möchte sie reduzieren. Die Reduktion kann auf zwei Weisen passieren. Das eine ist eine verlustbehaftete oder eine verlustfreie Reduktion. Wenn wir von Reduktion sprechen, reden wir von Kompression, also von komprimierten Daten. Die verlustfreien Kompressionsverfahren sind jene Verfahren, die für das Datenmanagement sehr gut geeignet sind, weil sie den Ursprung nicht zerstören. Das heißt, wenn wir jetzt eine Datei komprimieren und wir dekomprimieren sie anschließend wieder, das heißt, wir führen sie in diese ursprüngliche Form wieder zurück, dann ist es eins zu eins genau das Gleiche. Das heißt, jedes 0 und 1, also jedes Bit ist wieder an der gleichen Stelle, wie es vorher war. Wie funktionieren jetzt solche Formate? Die funktionieren in dem, dass sie Muster erkennen, die hier innerhalb von den 0 und 1 sind. Und diese Muster werden reduziert. Also wenn Sie zum Beispiel dieses Muster 100 Mal vorkommt, dann braucht man nicht 100 Mal dieses Muster drinnen haben, sondern man muss sich nur merken, wie dieses Muster ausschaut und wo dieses Muster sich innerhalb von
der Folge befindet. Das funktioniert sehr gut bei Datentypen, die sehr oft das gleiche Muster haben, wie zum Beispiel bei Dokumenten. Da sind wir ja mit den Buchstaben limitiert und jeder Buchstabe hat ein eindeutiges Muster. Das heißt, man findet das sehr oft und dadurch erzielt man bei den verlustfreien Methoden in der Komprimierung von Dokumenten sehr gute Ergebnisse. Schwieriger wird das Ganze dann, wenn wir in das Thema hineingehen mit Bilder oder Audiofiles. Hier gibt es weniger häufig die gleichen Muster und aus diesem Grund hat man dann andere Verfahren gewählt oder gesucht. Hier steigen wir dann in das Thema der verlustbehaftete Komprimierung ein und die funktionieren so, dass man sich überlegt, was von den Informationen, die hier in einer Datei gespeichert sind, sind überhaupt relevant? Die Relevanz wird in dem Sinn definiert, dass wir uns anschauen, was kann die menschlichen Sinne überhaupt erfassen, das heißt die Augen oder die Ohren, wenn wir jetzt um Bilder oder um Töne uns handeln. Und es wird alles weggeschmissen, was hier nicht, was man einfach nicht hören bzw. sehen kann. Das heißt, da werden wirklich Daten reduziert, hier werden Daten gelöscht. Und diese Daten können wir auch nicht mehr wieder zurückführen, wenn es dann zu einer Dekomprimierung kommt, weil hier gibt es in dem Sinn keine Dekomprimierung mehr. Man kann nur dann durch statistische Methoden wieder zum Ursprung gelangen, die sind aber auch sehr schlecht. Das heißt, wann es dann später die Notwendigkeit einer Migration besteht, weil ein Format obsolet ist und wir wollen ja den Inhalt erhalten, das heißt, wir wollen die Zugänglichkeit zum Inhalt erhalten und wann dieses Format obsolet ist, müssen wir das migrieren in ein anderes Format, dann tun wir uns schwer, wann wir einen verlustbehafteten Ausgang haben, weil jedes Format ein bisschen anders denkt und ein bisschen anders auch überlegt, was jetzt notwendig ist, um zu behalten. Und da entstehen Lücken und diese Lücken wollen wir natürlich nicht haben. Das Ganze zusammengefasst, was heißt es jetzt für das Datenmanagement? Also wenn wir jetzt proprietäre Formate haben, dann sind die zwar meist von dem System her oder von der Denkweise her, jene Formate, die sehr viele Informationen halten und daher eigentlich von der Qualitätsanspruch ein sehr gutes Format sind. Der Nachteil ist aber das für die Langzeitarchivierung, wann es zu einer Migration kommen soll, tun wir uns hier dann sehr schwer. Daher wählen wir eher andere Formate, die standardisiert sind, die offen sind. Aufgrund von den Standards können hier nicht alle diese gleiche Informationsdichte erhalten werden, weil natürlich jeder Hersteller, jeder Chip ein bisschen anders funktioniert. Und das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Also hier beginnt schon eine kleine Reduktion. Im Sinne von den Daten. Das heißt, wir haben schon einen kleinen Verlust mit drinnen, aber auch bei den offenen Formaten sollte hier drauf geschaut werden, dass dieser Verlust möglichst gering gehalten wird und es in diese Richtung geht, dass wir eine verlustfreie Kompression handeln. Oft geht es nicht so, gerade wenn wir uns im Videobereich bewegen, sind wir hier immer mit verlustbehafteten Formate konfrontiert. Man kann sich dadurch ein bisschen behelfen, dass man sagt, okay, man nimmt vielleicht fürs Datenmanagement beide Formate an, je nachdem, wie die Ausrichtung und die Zielrichtung ist. Wann wir zum Beispiel eine Nachbearbeitung ermöglichen wollen, dann nehmen wir das RAW-Format, aber auch ein offenes Format, zum Beispiel das JPEG-Format, mit hinein, speichern beide Daten im Datenmanagement ab, also legen beide Daten im Datenmanagement ab. Und wir können dann beide zur Verfügung stellen, mit dem Wissen, dass es in der Zeit mit dem RAW-Format sicher zu Problemen kommt. Das heißt, wir haben dann ein Anwendungsszenario im Reuse im Laufe der Zeit, wird wahrscheinlich wegfallen, aber wir haben trotzdem noch den Inhalt so weit zur Verfügung, dass wir das über die Zeit wieder zugänglich machen können. Das ist jetzt schon
Hauptteil meines Webinars gewesen und ich bin dann für Fragen offen. Bevor wir noch zu den Fragen kommen, möchte ich noch auf ein anderes Webinar aufmerksam machen, das sicher sehr spannend sein wird. Hier, das unter dem Titel läuft, What does a data steward do? Das findet am 20.05. statt von 10 bis 12 Uhr. Hier sprechen Data Stewards über ihre Tätigkeit einerseits von der TU Delft, andererseits auch von der TU Graz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.